Und Günther war immer unser würdiger Repräsentant nach außen. Er hat eine sehr stressige und gewissenhafte Lobbyarbeit in der BVV geleistet, in der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, Institutionen. Ja, dafür, lieber Günther, möchten wir dir ganz herzlich danken. Wir alle vom Verein und alle, die in irgendeiner direkten oder indirekten Weise von deiner Arbeit profitiert haben. Alles Gute. Bist du zu dick und kannst nicht so gut flitzen? Kommst du beim Leid, dann steige schnell ins Schwitzen. Und bleibst du in der Disco öfter sitzen? Lacht man dich aus, mach dir nichts draus. Denn du bist so, wie du bist der Sommer. Ich zum Beispiel bin verantwortlich für den Sport, habe die Sportseite von Kick-In. Und das sind so Senioren, die in meiner Sportgruppe mitarbeiten oder mitmachen. Nur kleiner Teil, das ist klar. Und wir sind fast von Montag bis zum Donnerstag immer mit Kick-In. Weil jeden Tag ist irgendetwas. Und das ist das Schöne. Ja, also ich bin natürlich sehr stolz, dass wir es diese 15 Jahre so geschafft haben, wie wir es geschafft haben. Wenngleich ich natürlich sagen möchte, dass ich sehr viel dafür getan habe, dass wir an diesem Punkt kommen. Aber ganz, ganz viele Mitstreiter haben mindestens genauso viel geleistet. Und der Dank geht an alle ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter des Vereins. Jawohl, so ist es. Wollen wir hoffen, dass wir was gewonnen haben. 328. Na, wir sind spielen gegangen, haben Fange gespielt und sind noch auf der Bühne gegangen, den Hauptpreis zu gewinnen. Den Hauptpreis gewonnen. Was ist der Hauptpreis? Ins Tierpark zu gehen. Für ganze Familie? Dankeschön, können wir da nur sagen. Und großen Applaus für so viel Mühe von unseren lieben Kindern, die auch dem Verein eine große Überraschung bescheren wollen. Alex! Also mir hat die Ziehhüpfeburg gefallen. Und dass die Kinder getanzt haben. Kick-In passt seine Angebote immer den Wünschen und Bedürfnissen der Besucher an und entwickelt sich so ständig weiter. Dadurch, dass sich viele Familien bei uns getroffen haben, entwickelte sich daraus das Projekt Hobbythek. Die Eltern hatten das Bedürfnis, halt zu basteln, gemeinsam mit ihren Kindern und zum Beispiel Geschenkebasare durchzuführen oder mal eine Hose zu ändern. Also man lernt es auch, sich Nähkurse. Dann halt ist es so, dass Eltern Kleidungsstücke abgeben, die sie nicht mehr benötigen und die werden an sozial schwache Familien halt ausgegeben. Die Hobbythek ist jeden Tag geöffnet, ab 9 Uhr. Und also jeder kann die nutzen. Die Kitas nutzen diese Angebote zum Beispiel, um für den Frauentag was zu basteln. Also überhaupt kreativ zu sein. Das war, wenn ich mich recht entsinne, im Sommer 1993. Und da haben wir in den Ferien eigentlich eine Freizeitbeschäftigung gesucht. Meistens draußen auf den Feldern, Ahrensfeld hat sich mal angeboten. Und ein paar aus meiner Klasse sind halt in dieses Kick-In, was dort neu entstanden ist, gegangen und haben einfach mal umgehört, was dort geboten wird für Kinder. Und die meinten, kein Problem, ihr könnt kommen, ihr habt Räume hier, die könnt ihr nach euren Wünschen gestalten und nutzen. Und dann haben sie irgendwann gefragt, Stefan, kommst du mit? Und da haben wir halt damals dieses Team Anlauf kennengelernt, die dann für Kinder Angebot geschafft haben. Und wir haben dann angefangen, unsere Räume sozusagen erstmal zu renovieren und einzurichten. Und dann ist eigentlich dann nie eine Trennung gewesen, also von da an dabei geblieben, dann auch der Umzug halt jetzt in die Rosenbecker Straße, alles miterlebt. Ich habe damals als Kind Computerspiele gespielt und habe da immer verloren.
Und ja, dann wollte ich wissen, was steckt dahinter, wie kann man das umgehen und so. Und habe mich dann halt mit dem Hintergrund beschäftigt und bin dabei dann wirklich auf diese Programmierung gekommen und habe mich dann hobbymäßig Computer halt interessiert. Und jetzt aber nicht vordergründig die Spiele, sondern wie funktionieren sie, wie kann man sie reparieren, wie kann man sie schneller machen. Und das Hobby konnte ich im Kick-In sehr gut ausleben. Bin dann auch ins Studium gegangen, Informatik. Und mein späterer Berufswunsch ist halt Informatiker und Systemadministration. Jetzt Hauptaufgabe ist die Betreuung der PC-Technik hier im Haus. Teilweise auch der Einrichtungen außerhalb. Oder dann halt zu festen Musiktechnik. Sehr gut, was hier alles für die Kinder und Jugendlichen gemacht werden. Also ich bin sehr überrascht. Ich bin auch zum ersten Mal hier und bin sehr positiv überrascht. Ich finde es natürlich sehr schön, was hier gemacht wurde in diesen 15 Jahren. Die Jugendarbeit ist sehr wichtig in dem Bezirk, denke ich. Brauchen wir unbedingt, sollte auch erhalten werden. Und ich finde es schön, dass sowas auf die Beine gestellt wird für die Kinder und für die Anwohner hier. Das ist eine schöne Sache. Vorschau, wie es gewesen ist, bin ich schon hier gewesen. Also mir gefällt es ganz total. Auch heute ist es sehr schön. Auch die Kinder, die haben ganz toll getanzt und gesungen. Also ich finde das super. Wir sind das soziale Stadtteilzentrum für diesen Stadtteil. Das heißt, wir haben die Aufgabe, soziale Angebote, Beratungen für diesen Stadtteil zu entwickeln, den Bürgern Möglichkeiten zu bieten, wo sie ihre Freizeit verbringen können, aber natürlich auch die Bürger zu aktivieren, sich selbst einzubringen in die Entwicklung des Stadtteils. Und ich glaube, dass uns das schon ganz gut gelungen ist, weiß aber auch, dass es da immer noch Reserven gibt und das ist ein Anspruch, den wir uns für die nächsten 15 Jahre gerne stellen. Ich würde mir wünschen, dass Kick-In diese kontinuierliche Arbeit weiter ausführt, dass keine Finanzierungsschienen wegbrechen, denn wir arbeiten schon ganz viel auf ehrenamtlicher Schiene, um hier Menschen auch was zu bieten. Und ich würde mir wünschen, dass die Mitarbeiter, die ich damals eingestellt habe, die jetzt zum festen Stamm gehören, dass es die in 15 Jahren auch noch gibt.